Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Spiel am Wien. Ja, alle Jahre wieder. Es ist Weihnachten vor der Tür. Ich mache ein kurzes News-Video mit ein bisschen Ausblick für den Channel für die nächsten paar Tage, aber vor allem auch ein Gewinnspiel, um halt euch auch zu Weihnachten was zu schenken. Ich fange an mit den News sozusagen. Wir haben, Mischmasch-News, wir haben relativ viel Content schon aufgenommen, der über jetzt die Feiertage / bis die erste Jännerwoche eigentlich online gehen sollte. Das heißt, der erste neue Content, den wir machen, wird zu Ravnica Remastered dann sein, der ist ja dann eben im Mitte Jänner schon kommt als neue Edition. Das heißt, wir haben auch das Jahresrückblicksvideo schon aufgenommen, was es ja jedes Jahr gibt. Das kommt dieses Jahr, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es mir merke, am 29.12. raus. Und da haben wir eine News gar nicht behandelt, weil sie erst nachher gekommen ist, und eine News so halb behandelt, weil ich es nicht gerade recherchiert hatte. Das mache ich jetzt. Und zwar einerseits die News, die wir gar nicht behandelt hatten, waren, Wizards hat announced, dass sie keine künstliche Intelligenz verwenden werden für ihre zukünftigen Produkte, also für Magical-Produkte jetzt, sei es Artworks oder auch Magic-Texte oder so. Sie werden das weiterhin mit Menschen machen. Dieses Announcement ist wahrscheinlich auch deswegen gekommen, weil Hasbro kurz davor über 1100 Mitarbeiter gekündigt hat. Darunter auch einige von Wizards, also Hasbro ist ja die Mutterfirma von Wizards of the Coast. Die meisten waren nicht Wizards of the Coast Mitarbeiter. Man weiß nicht, wie viele genau von Wizards of the Coast gekündigt wurden. Momentan, was ich so gefunden habe, sind so Zahlen so 20 herum, also ein wirklich geringer Bruchteil, aber auch durchaus namhafte Leute davon sind gekündigt worden, und vielleicht sind auch mehr. Also es können auch ruhig 100 sein, ja, aber ich habe gehört, dass die komplette Creative Team hinter Dungeons & Dragons Baldur's Gate Set, was rausgekommen ist dieses Jahr, gekündigt wurde als Gesamtes, und ich gehe mal davon aus, dass das allein schon mehr Leute waren, also nicht mehr als 20, aber mit den anderen, die man weiß. Ja, aber so. Und damit hat Hasbro dieses Jahr, weil die haben im Jänner schon 800 Leute rausgehaut, 1900 Leute über das Jahr hinweg gekündigt. Wir behandeln das auch in der News-Folge, aber halt nicht so genau mit Zahlen, weil ich das nicht gescheit recherchiert hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich das nur so halb mitbekommen hatte über X. Ja, das wollte ich noch kurz behandeln. Hasbro selber und wie es der Firma geht, ja, machen wir eh im Jahresrückblicksvideo auch. Aber es ist halt so, dass im Endeffekt Hasbro selber es nicht so toll geht. Die einzig profitable Abteilung von Hasbro ist so wie in den letzten Jahren eben Wizards of the Coast, also Magic. Und ja, darum melken sie dieses auch so weit wie möglich, damit sie ihre Shareholder, also ihre Aktieninhaber, befriedigen können. Zum Channel ein paar News. Wir haben in den letzten 365 Tagen 496 Abonnenten dazu bekommen. Das ist natürlich, wir haben auch einige verloren, das ist ja immer so, also es ist immer ein Auf und Nieder, aber das ist halt das, was überbleibt an Plus. Wir haben jetzt eben knapp 5.500, noch nicht ganz, also wir haben ja in dem Jahr die 5.000 erst geknackt und haben aber natürlich welche verloren, welche zugewonnen, wie auch immer. Ja, wir haben aber, was sehr arg ist, 52% der Leute, die unsere Videos anklicken, ja, haben kein Abo. Also bitte, wenn ihr jetzt einer davon seid, abonniert uns, weil es macht halt schon einen Unterschied. Weil was wir auch noch immer nicht bekommen haben, was ich seit Jahren hinterher renne, die lange dabei sind, wissen das, ist eine Preview-Karte von Wizards of the Coast. Es haben wesentlich kleinere Channels schon welche bekommen, es haben andere Shops schon welche bekommen. Ich habe öfter der Dame, die da scheinbar zuständig ist für den deutschsprachigen Raum, geschrieben. Da gab es am Anfang Neins, dann Vertröstungen, dann Ja's, aber Vertröstungen, und inzwischen renne ich dem nicht mehr hinterher, weil es, ja, ich habe nicht die Muße zu knien, sage ich jetzt einmal, und so, bitte, bitte, gebt uns doch was, ständig zu sagen und hinterher zu rennen, weil ich finde, wir machen seit, ich weiß nicht, 8 Jahren jetzt oder so, konstant Content, ja, und wenn man das nicht würdigt, dann kann ich den Leuten auch nicht helfen. Aber vielleicht, wenn wir mehr Abonnenten hätten, eben diese 52% mehr,
wäre es vielleicht dann doch mal möglich und das würde mich einfach sehr freuen. Von den Leuten, die unsere Videos wirklich länger anschauen, sind nur also nur rund 40%, die kein Abo haben. Also ja, es gibt natürlich immer ich klicke einmal rein und bin wieder weg, aber auch das ist eine krasse Zahl. Unsere meistgesehenen Videos sind noch immer Top 5 Videos und Set Spotlights, wobei in den Top 10 dieses Jahr sind 6 Shorts. Was ich arg finde, weil ich Shorts ja so als Sehbegleiten-Content selber empfinde und auch das Gefühl gehabt habe, das kommt nicht so gut an. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie halt so kurz sind, ja, sind halt 30, 60 Sekunden maximal, schaut man sich halt schnell an und das ist eben 6 in den Top 10 sind 6 Videos, die meistgesehenen halt Shorts. Ist ja gleich die Frage, soll ich mehr Shorts machen? Wollt ihr das? Ich habe es jetzt beim letzten Set nicht gemacht, bei Ixalan. Ich könnte es bei Ravnica zum Beispiel wieder machen. Würde mich durchaus interessieren. Und was auch sehr gute Videos sind, auch immer unser How-to-Play-Pokémon-Video und auch unser How-to-Play-Lokana-Video sind sehr gut angekommen und sind unter den Top-Videos dieses Jahr. Pokémon ist ja schon alt, also das ist schon ein altes Video, aber das wird noch immer viel gesehen. Und das Lokana-Video ist neu, Lokana-Content machen wir auch. Jetzt relativ konstant sage ich jetzt einmal, es kommen auch in den nächsten 2, 3 Wochen 2 neue lokale Videos raus, also ein Deckcheck und ein Deck Wars. Und wir haben auch einen Commander, nein, einen Highlander Deckcheck, einen Pioneer Deckcheck, einen Standard Deckcheck. Also wir haben auch andere Deckchecks wieder in petto und wir haben auch wieder ein bisschen One Piece Content, der ja auch durchaus gesehen wird. Und also wisst ihr, da haben wir noch Matches offen von diesen Top 8, da fehlt noch das kleine und das große Finale, die kommen in den nächsten paar Tagen. Also da gibt es weiter Content. Ja, das ist im Großen und Ganzen, was ich so über den Channel und News machen möchte. Das sind jetzt schon ein paar Minuten und jetzt ist das, warum die meisten zuschauen, nämlich das Gewinnspiel. Einerseits verlose ich Dinge, die dieses Jahr schon verlost wurden, aber die Leute sich nicht abgeholt haben. Und ich denke mal, ich probiere es nochmal, wenn es dann wieder keiner will, dann verschenke ich es an irgendjemandem im Shop. Also, wir haben einerseits diese wunderprächtigen, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ich werde sie nicht näher in die Kamera bringen, aber ich halte sie seitlich, damit ich dann vielleicht einen Fokus drauf geben kann. Diese Herr der Ringe 20-seitige Würfel, da hatte ich ja einige und 2, die verlost wurden, wurden nie abgeholt. Also das kann man haben. Ich sage jetzt gleich, wie das funktioniert. Man schreibt in die Kommentare, was man gewinnen will, also Würfel zum Beispiel. Und dann ist man dafür ein Pott. Ich muss das natürlich händisch machen, wenn es unterschiedliche Produkte gibt. Aber ja, einmal im Jahr tue ich mir das sozusagen an. Also es gibt 2 Würfel, das heißt, 2 Leute können so einen Würfel gewinnen. Ist jetzt nichts Großes unter Anführungszeichen, aber ist wirklich was Praktisches und was Hübsches. Dann, was ich auch verspielt habe und sich damals die Leute nicht geholt haben, waren die Einsteiger-Decks, die dieses Jahr es gab. Es gab ja diese Starter-Decks hier. Das waren die ersten. Die haben wir gespielt, gibt es in Spielraum-Deckboxen mit gesleeved, also so wie wir es halt gespielt haben, mit dem Heftel, auch mit den Original-Papier-Deckboxen, wo es halt nur eine Sleeves reingibt. Man kann das gleich als Bundle sozusagen gewinnen, also beide Decks. Das heißt, wer die Einsteiger-Decks als Einsteiger-Paket haben will, schreibt Einsteiger-Paket und kriegt das komplette Paket. Damals habe ich sie, glaube ich, separat verlost, weiß ich gar nicht mehr, aber jetzt kann man sie als Gesamtes haben. Es geht weiter. Ich habe nämlich auch das zweite Einsteiger-Deck-Set, das es dieses Jahr gegeben hat, nämlich das Herr der Ringe-Einsteiger-Set. Also wer das will, auch hier beide Decks, einfach Herr der Ringe-Set oder Herr der Ringe-Decks in die Kommentare schreiben, dann kann man diese 2 Herr der Ringe-Decks gewinnen, auch wieder mit Deckboxen, mit Sleeves, auch mit den Original-Boxern dabei, die gebe ich halt in die Kiste mit rein, da gehen die Karten halt ohne Sleeves rein. Auch das ist jetzt zur Disposition, weil sich das damals die Leute nicht geholt haben. So, dann habe ich Dinge, die es noch nicht davor gegeben hat. Und zwar passend zu Herr der Ringe gibt es eine Frodo-Spielmatte. Ich hoffe, das erkennt man. Das ist Frodo mit dem Schwert. Fokus drauf. Ja, die kann man gewinnen. Wenn man das möchte, schreibt mir bitte Frodo-Spielmatte in die Kommentare. Dann nimmt man der Verlosung für die Frodo-Spielmatte teil. Und wer lieber sich zur dunklen Seite hingezogen fühlt, kann auch eine Sauron-Spielmatte haben. Auch hier Fokus. Ja,
Ich habe beide Spielmatten ein einziges Mal verwendet, wenn man sich erinnern kann, in den Commander Gameplay Video, Commander Series von den Herr der Ringe Decks, haben wir diese zwei Playmats einmal verwendet. Seitdem sind sie wieder verpackt und mehr oder weniger unberührt, also kann man gewinnen. Aber diesmal nur einzeln, also entweder Frodo Playmat oder Sauron Spielmatte. Ups, jetzt habe ich mir fast das Mikrofon runtergerissen, das wäre suboptimal. Dann habe ich etwas, was es wäre jetzt, was auch was eigentlich eine sehr alte Geschichte ist, aber der Spielraum, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen habt, ich mache auch schon länger keine Unboxings mehr von Secret Lair Produkten, weil ich ja aufgehört habe zu sammeln, weil es ja crazy ist, es ist, geht einfach nicht finanziell und auch um sehen zu bleiben. Ich habe ursprünglich gesagt, ich mache es bis da Nummer 1000, dass ich sammle. Jetzt ist mein Ziel, bis Nummer 700 alle Karten zu haben. Das geht noch immer nicht, weil es noch immer nicht alle gedruckt wurden bis 700 oder released wurden bis 700. Ich habe die Grenze bei 700 gesetzt, weil nach 700 gab es dann Karten, Secret Lair Karten mit Serialized. Und diese zu bekommen ist einfach ja, nicht finanziell sinnvoll. Aber der Spielraum, was ich ursprünglich sagen wollte, hat in Folge auch das Secret Lair aufgelassen. Also wir führen noch keine Secret Lair Sealed Product mehr. Wir haben zwar noch Einzelkarten und so, aber wir führen die eigentlich nicht mehr. Das heißt, wenn das jemand von uns kaufen möchte und es noch aktuell ist, weil er es nicht selber bestellen will, dann kann er sich an uns wenden und wir bestellen das dann für ihn. Aber wir machen das nur noch auf persönliche Anfrage. Wir haben es einfach nicht mehr im Shop, weil wir das Secret Lair an und für sich einfach nicht mehr unterstützen wollen. Ich habe das mit dem Chef besprochen und wir haben uns geeinigt, dass das Secret Lair an und für sich wir eine für Shops nicht tolle Geschichte und für Player so semi-geil finden. Und deswegen haben wir das nicht mehr, aber ich habe noch Secret Lair, die ich verschenken kann. Und zwar ein relativ altes, und zwar das Secret Lair Valentine's Day 2021. Was ist da drin? Ein Borderless Boros Charm, eine Gisela Blade of Gold Knight, ein Goblin Rebel Master, ein Monastery of Swift Spear und ein Goblin Token. Und ich glaube natürlich wie immer da auch eine Mystery-Karte dabei. Ich weiß nicht, was das war. Das ist ich glaube, die Non-Foil-Variante, weil da steht nichts von Foil drauf. Das heißt, die kriegt man momentan so 35 Euro online. Also, wer das möchte, schreibt Secret Lair Valentine's Day. Und dann habe ich noch ein Secret Lair. Jetzt wird's. Und zwar habe ich Secret Lair Phyrexian Thefts in Traditional Foil. So, was ist in Phyrexian Thefts drin? Man hat Phyrexian offensichtlich mit phyrexianischer Schrift, und zwar den Blighted Angel, den Krück, Son of Yawgmoth, Glistering Elf, Betaskull und Inkmoth Nexus. Und in Foil kriegt man das so um die für 50 Euro momentan am Sekundärmarkt. Also, das ist sozusagen der größte unter Anführungszeichen Gewinn, wenn es ums reine Geld geht. Die Frage ist halt, ob man da einer von 50 sein will oder vielleicht da einer von 3. Also kann er sich jeder selber überlegen, will er gamblen auf das teuerste sozusagen oder will er eher ein Safe-Win haben oder nimmt einfach das, was ich eigentlich am schlausten finde, sein Glück dafür zu versuchen, was er eigentlich wirklich braucht. Weil die Frage ist, braucht er phyrexianische Karten? Braucht er vielleicht einen Goblin-Token, der ganz cool ist, weil er ein Herzchen drauf hat, der Valentine's Day hat ein Herzchen drauf. Oder braucht ihr eine neue Playmate von Frodo, weil ihr ein Frodo-Commander-Deck euch gebaut habt oder what, I don't know. Ja, auf jeden Fall gibt es das alles zu gewinnen. Ich werde das noch vorm Ende des Jahres verlosen. Heute ist der 22. das Video rauskommt. Normalerweise kommen diese Videos immer erst 23. oder 24. raus. Aber nachdem wir ja den Content-Schedule so geändert haben, dass wir dreimal die Woche Videos haben, Montag, Mittwoch, Freitag, ziehe ich das jetzt auch über die Feiertage durch, das heißt Samstag, Sonntag kommt jetzt nichts, am Montag kommt dann wieder ein Video und dann halt es dann Mittwoch wieder und werde dann wahrscheinlich, ich bin selber über Silvester nicht in Wien, das heißt entweder werde ich es noch am 29. verlosen oder halt am 2., das bin ich mir nicht sicher, ich versuche es am 29. zu verlosen, aber auf jeden Fall wird es erst im neuen Jahr verschickt werden. Also ja, das ist mein Plan. Es ist gescheit, es erst vielleicht am 3. zu verlosen, weil das ist, glaube ich, ein Mittwoch. Ich schreibe es ins Textfeld, wann es verlost wird.
damit das auch sinnvoll ist, weil es hat, ich finde es irgendwie deppert, wenn ich es verlosen und dann nicht verschicken kann. Grübel, grübel. Vielleicht verlose ich sie auch erst am 3., am Mittwoch. Dann haben die Leute mehr Zeit, die auch vielleicht jetzt über die Feiertage selber nicht in Wien oder halt beim PC sind und dieses Video erst dann im neuen Jahr sehen. Wie auch immer, ich hoffe, ihr seht es noch davor, weil dann passen meine Weihnachtswünsche. Ich wünsche euch ein braves Christkind. Lasst es euch reich beschenken, aber denkt dran, Weihnachten ist eigentlich nicht ein Fest der Geschenke, sondern ein Fest der Liebe. So kitschig es sein soll, hört. Ich hoffe, ihr könnt es in Kreise eurer Freunde, eurer Familie verbringen und einfach ein bisschen ruhige Zeit nach dem Weihnachtswahnsinn, der jeder hat. In der Vorweihnachtszeit geht es ja eh nur rund und es ist Stress für alle, ein bisschen runterkommen und dann vielleicht mit einer fetten Party ins neue Jahr rüber rutschen. Hoffentlich nicht wanken oder wenn wanken, nicht fallen. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Ich hoffe, ihr abonniert es, falls ihr noch nicht habt. Könnt ihr natürlich auf allen sozialen Medien wie immer erreichen. Discord, Patreon, whatever. Wir sind da. Und ansonsten danke ich fürs Zuschauen, danke für ein Jahr Treue, für die, die schon länger dabei sind. Ihr wisst das eh. Ich weiß es auch durch die Kommentare, die es immer wieder kommen. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen und auf ein schönes neues 2024 mit vielen weiteren Videos, vielen weiteren Content und ich hoffe, vielen weiteren Zusehern. Jetzt wirklich, ciao, ba, frohes Fest, frohe Feiertage. Bis zum nächsten Jahr von hier.